Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Joy of Creation Story Mode. Und wir gehen jetzt erst einmal ins Büro. Und so wie immer werden wir wahrscheinlich andauernd sterben, erstmal am Anfang, weil wir ja erstmal herausfinden müssen, was die Strategie hinter dem Ganzen ist. Ich bin sehr gespannt und mach mal lauter, damit ich alles höre. For years, I've thought that what I saw was just a bad dream. Something that couldn't possibly have been real. Why would it? Monstrous beings coming to get a helpless child from the shadows, poking their heads out from under the bed, peeking through the closet. Just a usual nightmare for a kid, right? No matter how real it felt. Well, most of what came after is foggy. Felt more like a dream than the actual nightmare itself. Mom came to rescue me. Picked me up and carried me away. I was scared for my life. It was the scariest moment of my life, for sure. I've never been a crybaby, though. Even when I was a kid, people have told me they've never seen me cry, or yell, or even scream. So even if I was terrified during all of it, I would have been silent the entire time. But that was the strangest thing about that night. Even though I never made a peep, as I was being taken outside by my mother, away from the nightmare, I still vividly remember hearing my own screams. Okay, er hat eben... Nick? Oh, achso, es kommt noch was. Nick! Hä? Fuck. What is happening? This isn't real. This isn't real. I'm just dreaming. None of this is real. God. Nicht gut. Freddy? Freddy. What are you doing? What are you, Freddy? No! Oh God! No! What is this? Help! Somebody help! Mel, Nick, Anthony, Sam, where are you? What is going on? Ach, das ist das Büro. Okay. Dieses Spiel sagt uns auf jeden Fall, man sollte kein allzu großes Haus haben. Zu viele Orte, an denen sich Animatronics verstecken können. The monsters are around the house. Here's your trusty flashlight to slay them with. We hide from the monsters. They were mean to mommy. So we hid where you always tell us to hide. Much love, Nick, Sam and Anthony. Okay, also die Kinder und die Mama haben sich scheinbar versteckt. Aber wir müssen hier jetzt noch irgendwie klarkommen. Oh Gott, okay. Also, was haben wir hier jetzt? WASD, um uns zu bewegen. Das heißt, es ist wieder ein Level, in dem wir uns frei bewegen können. Wieder Space, um uns hinzusetzen und aufzustehen. Und mit links interagiert man mit Objekten im Büro. Okay. Ja, den Rest müssen wir halt wieder herausfinden mit der Zeit. Ansonsten, was er am Anfang gelabert hat, war hauptsächlich, dass es halt ganz schrecklich war, was er da erlebt hat dann in dieser Nacht. Und dass er sonst immer ein sehr ruhiges Kind war und durch nichts außer Ruhe zu bringen war. Aber in dieser Nacht halt, da erinnert er sich noch, selbst seine Schreie gehört zu haben. Alright. It has been, I don't know, hours, days, I don't think it matters here anymore. All the clocks in the house have stopped. I don't even think the sun is ever coming up. I'm not crazy. Whatever has brought them here must have done this too. I don't know how much time has passed. I just know that I can't leave. They're waiting outside. Only here is safe. I've left messages for myself too. Remember, help me remember what they do, how they act. I mean, they all want to get inside, but
I can do it. Just... I'm using an old camera system I installed for fun in the house a long time ago. I've only managed to recover 3 of the cameras so far, but this is more than enough. I can watch the animatronics coming near me with these. 3 monitors, 3 entrances. They haven't come in a while, but I know they'll be back soon. They become impatient, louder, faster. Especially Foxy. Foxy, yeah, he's the one who's been tormenting me the most. I don't know where he comes from, I don't know how, but he just appears near an entrance. I can hear him coming, he growls and scrapes at the door. I just watch him through the cameras and he eventually goes away, so I need to look at him in the monitors. Ah, okay. I guess he doesn't like being watched, huh? Freddy, he's here. I can see him. He's not like the others. He just stands there. He knows he can't get to me. He's just waiting. I don't fully understand, but I know he isn't giving up. If I want to get out of here, I need to find him. I just know it. He's the key to this. God, I can't stay put here. I need to fight for my family. Oh, God, they must be so scared. He's gone. He's gone. Okay. I have a flashlight ready with me. This might be suicide, but I need to try. If I see Freddy again, I'll just open up the door and flash his eyes as soon as he's there. Yes, I can't let him hold me down like this forever. Just hope this works out. If it doesn't, then I... Oh, honey, kids, if you are hearing this, I love you. I hope you're safe. Das hat mir jetzt irgendwie nicht wirklich viel gebracht, was er erzählt hat. Ich soll Freddy flashen und Foxy auf den Bildschirm verfolgen. Und sonst? Sonst habe ich nicht wirklich verstanden, was ich machen soll. Okay, also Foxy soll ich anstarren, wenn ich ihn hier finde auf den Bildschirm. Weil ihn das angeblich stört. Ah! Oh, okay, das fand er kacke. Tatsächlich. Und er kam mit der Musik. Okay. Und ist das Foxy? Und er ist verschwunden, weil ich ihn angeguckt habe. Okay, aber was ist mit Bonnie und mit Chica? Ich habe nur Infos über Foxy und Freddy erhalten. Das reicht doch nicht aus. Okay, keine Ahnung. Bisher sehe ich nicht wirklich viel. Ich guck mal einmal überall. Also da ist leer. Oh. Oh. Okay, war das jetzt einfach Glück gewesen, dass ich ihn da erwischt habe, oder? Chica appeared again. Oh. Stain on the wall came back too. God, I don't know. It's just so horrifying. She just wriggles and writhes back and forth trying to get out of there. I know how to stop her, though. Whenever she shows up, her cupcake, I mean cupcakes, just appear in my room. Or next to my room. I've seen them outside the entrances sometimes. Anyway, they just appear. And if I flash them with the light, they go away. There's 3 of them, I think. And if they go away, so does she. She's slow, gives me enough time to find them, but I don't know how many places they can hide, so I have to search the room. I can do this. Okay. Und wie da? Ah! Ich hab super Panik, ich hasse das. Bitte, bitte. Ich hab 2 gefunden. Reicht das denn nicht? Oh Gott. Ah!
Okay, Foxy macht ein erkennbares Geräusch, wenn er sich bewegt. Höre genau hin, bevor du... Ah, verstehe, deswegen soll ich nicht einfach so die Türen öffnen, um Freddy zu verjagen. Ah, verstehe. Okay, na gut. Das habe ich kapiert. So, ich überspringe das mal und jetzt suchen wir nochmal. Wo ist denn hier noch was, wo was versteckt sein kann? Diese Cupcakes. Das ist ein Versteck. Das hier ist ein Versteck. Da ist aber nichts. Da ist auch nichts. Ach so, ich soll ja aufpassen. Ich kann ja nicht einfach aufmachen, sonst... Okay, das ist eins der Verstecke. Hier ist nichts. Weil ich meine, es hatte ja eben noch nicht gereicht. Wo kann ich denn noch nachgucken? Oh! Okay, es war wie so ein klopfendes Geräusch, würde ich sagen. Oder Freddy ist das klopfende Geräusch. Das ist jetzt das Problem. Wir wissen nicht genau, welches es ist. Okay. Schwierig, schwierig. Aber noch viel schlimmer ist, dass ich nicht weiß, wo das letzte Cupcake-Versteck ist. Ist hier vielleicht doch noch was? Eigentlich nicht. Verflixt und zugenäht. Das ist natürlich denkbar schlechte Voraussetzung, um es überhaupt... irgendwann zu schaffen. Okay. Nichts und nichts. Dann müsste ich ja eigentlich öffnen können. Genau. Ich höre mir nochmal an, was er sagt. Whenever she shows up, the cupcake, I mean cupcakes, just appear in my room. Or next to my room. I've seen them outside the entrances sometimes. Anyway, they just appear. And if I flash them with the light, they go away. Ah! There's three of them, I think. And if they go away, so does she. She's slow. Gives me enough time to find them. But I don't know how many places they can hide, so... Aha, okay, drei Stück nehme ich an, sind's immer. Okay, und sie können auch außerhalb von Räumen sein, das ist das... Moment. Ich weiß nicht, ob das das Foxy-Geräusch ist oder... Ja. Okay, also dieses Klopfen ist das Foxy-ist-da-Geräusch. Und das ist vermutlich das Freddy-ist-da-Geräusch. Oder das Foxy ist nochmal da Geräusch. Das kann natürlich auch sein. Okay. Also uns erwischt momentan immer Foxy, ne? Ja, ja, okay. Das wissen wir alles schon. So, alles klar. Wir kennen alle Verstecke jetzt. Hier ist scheinbar immer dieser Schnipsel drin. Oder auch nicht. Vielleicht ist er jedes Mal woanders. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Secret ist. Dieser Schnipsel. Scheint mir fast so zu sein. Diesmal ist er nicht da. Ist ja nett. Boah, ey, es ist ziemlich gruselig hier. Ich mag das Level nicht besonders. Und es ist auch wieder nicht so auf Zeit basiert, würde ich sagen. Aber ich muss lernen, die Geräusche auseinanderzuhalten. Ich mache mal noch ein bisschen lauter. Für mich hier jedenfalls. Okay, das war so ein ganz leises Klopfen. Das war jetzt eher so ein Quietschen. Gucken wir mal, ob Freddy hier irgendwo ist. Ja, ist er. Okay. Klopfen, quietschen. Okay, ich lausche. Ich muss lernen. Ich würde sagen, das war ein Klopfen.
Kommt sie oder kommt sie nicht? Sieht nicht so aus, ne? Moment. Doch, jetzt kommt sie. Okay, wartet. Ich habe ein bisschen Angst gerade, dass Freddy kommt. Okay. So. Hier ist er leider nicht. Und ich will erst gucken, nicht, dass da Foxy gerade steht. Okay, da steht Foxy aber nicht. Also schnell dahin. Okay, dann müsste es das gewesen sein, genau. Das war ein Klopfen. Würde ich sagen, eigentlich. Okay, ich gucke zur Sicherheit noch in den anderen. Und dann gucke ich mal, dass Freddy da auch nicht steht. Huch! Genau das meinte ich nämlich. Okay. Schon wieder. Oh, scheiße. Okay, das ist, glaube ich, das Freddy-Geräusch, aber... Schnell! War's das? Okay. The bastard broke the camera. Damn it! Bonnie just broke one of my cameras. I don't know what happened. He just appeared, and as soon as I realized he was there, he just took it down in one swing. They don't do that. None of them have ever. I still think I can do this. I just need to not make any contact. Do not look at Bonnie. Smart. All of them are getting smarter, angrier. They're helping each other. It's Freddy. He's appeared since last time. I need to find him. I can hear his laugh taunting me in the distance. That damn... Right. I just need to react fast. Hey, Bonnie just keeps moving around. If I just ignore him, he'll go away. Ich darf Bonnie nicht ansehen. Habe ich so verstanden, oder? Klopfen müsste Foxy sein, oder? Ja, hier. Okay. Okay. Ich denke, ich darf einmal aufstehen, oder? Oh, was ist das? Ist da Bonnie? Okay, Freddy ist verscheucht. Ui! Bonnie! Oh nein! Schon wieder Chica, ey. Okay, scheinbar ist gerade alles in Ordnung. Irgendwer jammert gerade wieder rum. Da ist nichts. Okay, das ist gut gewesen. Es ist ein Klopfen zu hören. Irgendwo ist Foxy. Ich muss gucken. Oh. Ja, ich komme. Okay. Damit wäre auch Freddy wieder verscheucht. Okay. Okay, ich guck mal. Ich habe Bedenken, dass Freddy gerade schon wieder irgendwo steht. Oh! Shit!
Nicht schon wieder. Chica ist wieder da. Okay, ich bin unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Verdammt, okay, irgendwo an den... Oh. Geh weg, geh weg. Ja, 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 ja. Heul doch rum, heul doch rum. Woo! Okay. Das müsste es gewesen sein mit Chica wieder. Okay, da ist nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Alles klar. Dich haben wir auch nochmal verjagt. Oh, das ist Foxy. Irgendwo ist Foxy wieder. Da. Okay, super. Oh, das war, glaube ich, Bonnie, ne? Nee, das ist auch Foxy. Everything's gone quiet again. The cameras are back to normal. The boxes started to move as well, and I... 6 a.m. Yes, 6 a.m. I just need to wait for 6 a.m. Just like it's always been. The only clock that's still frozen is the one above the door. It moved slightly at first, but now it's stopped again. Maybe I should keep track of it just in case. This is my final recording, then. Ich sehe nichts mehr. Nein, nicht ernsthaft. Nein. Scheiße. Es war so knapp. Foxy kann in mehreren Räumen gleichzeitig erscheinen. Okay, du solltest dich um jeden Einzelnen kümmern, wenn du ihn hörst. Oh, so knapp, meine Lieben. Ich glaube, das schaffen wir aber nächstes Mal. Also das ist auf jeden Fall machbar. Dann würde ich auch sagen, die nächste Folge kriegt ihr dann erst zu sehen, wenn ich es dann auch tatsächlich geschafft habe. Dann cutte ich die wieder zusammen. Na gut, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal bei The Joy of Creation. Ciao, ciao.